Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Days Gone, einer weiteren Folge. Ist jetzt, glaube ich, Folge 35, wenn ich mich nicht irre. Mein Planer mich nicht verarscht hat. Wow. Ich habe gehört, dir geht das ja, nicht wir wieder. Sind hier wieder im Lager. Vielen, vielen Dank. Und ja, das stimmt gar nicht. Es war Ricky. Du ja. Solltest ihr dafür danken. Ricky, nee, wir wollten ihr mal sie küssen. Sag das nicht. Hey, komm mal ja. Öfter vorbei. Ja, ja. Also, falls euch das Video dann gefällt, könnt ihr es ja liken auch. Oder uns okay. Mal Kommentare schreiben, wie ich war oder wie schlecht ich war. Deacon St. John, wie geht's dann noch wie geht's vergesst, dir, nicht vergessen, unseren Abo zu Kanalen. Ihr wisst schon. Ja. Das war's auch. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil dann verpasst er kein Video mehr. Was möchtest du noch? Ja, guck ich doch jetzt. Danke. Aber ich frag mich, warum der besser sein soll. Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. 150 ist doch fast geschenkt. Gute Wahl, schick und robust. So, das haben wir alles. Ist das hier in Leistung? Hintere Federung. Ja, das ist echt gut. Wo kann man hier diese Dinger machen? Hey. Das hält erstmal. Die Taschen. Ich dachte, das kann man hier machen. Okay, alles klar. Wo kann man das machen? Diese Taschen drauf machen. Hinten. Ich dachte, das kann man hier. Eigentlich benutze ich nie das Lachgas. Ja, lieber noch mal einen größeren Tank. Okay. Ich bin hier, wenn was ist. Ja. Ich? So. Wir müssen jetzt dahin. Bin hier, falls was ist. Okay. Warte. Machen wir das. Triff dich mit Gizzo. Mache ich das jetzt mal? Nur schon mal zur Vorwarnung, wenn es später heißt, mach die Horde weg, dann spiele ich das so lange, bis ich es schaffe, egal wie viele Folgen dafür dann rauskommen. Damit ihr Bescheid wisst. Ihr müsst ja vielleicht 50 Folgen gucken, wie ich immer verliere. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Okay, ich bin hier. Was aber ich pack du? Das schon. Moment. Aber erstmal die Scheiße mit Skizzo. Komm, hier rein. Skizzo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeig ich's dir. Willst du mich verprügeln? Hinterhalt? Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mai konnte bisher keine Sprengschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Genau. Einfach mal aus der Achsel geholt. Nein. Na, ich niemals. Weiß, was du denkst. Ich weiß es nein, genau. Nein, das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da hast war, hast du war die es... Medizin für deinen nein. Kumpel bekommen. Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle, boom, bye-bye, Horde. Ja, ja. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich hab einen Plan. Außerdem komme ich mit. Ja, du machst ja doch wieder Probleme. Halt dich nur von ihnen fern. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Mach dich hinsetzen. Ich hoffe, wir brauchen es nicht, aber man weiß ja nie. Dann triffst du mich. Hier. Denn dort führt ein Weg über Iron Ridge. Was? Genau. Wovon redest du, Mann? Vertrau mir. Scheiße. Okay? Oh, Mann.
an. Ich kriege bestimmt dann Ärger von Iron Mike. Oh Mann, geht das gut? Bin ich jetzt hier eingeschlossen? Wo kann man diese scheiß Taschen auf die Motorräder packen? Noch mal ausprobieren. Deacon, ich freue mich. Blair, gut siehst du heute aus. Gute Wahl. Okay. Armbrust. Okay. Bisschen besser. Yep. Danke. Hey, komm mal öfter vorbei. Ja, mache ich, wenn ich Zeit habe. Dann los. Schön, dich zu sehen. Bis dann, Ricky. Wir sehen uns. Find mich bestimmt sowieso gleich wieder an, wenn ich vor der Tür bin. So, immer so. Mal gucken, wo das ist. Ach, da hinten. Keine Tanke. Aber vielleicht finden wir ein Auto mit Sprit. Was mach ich? Skizzo, ich bin bereit. Kommst du? Zerschrotte das gleich wieder. Westlich von Milagwa Lake. Ich halte übel aus. Ja, ich werde da sein. Fresse. Immer in dieser Kurve. Deke, hier spricht Lost Lake. Hörst du mich? Hey, Ricky. Was hab ich gesagt? Ich hab dich gesucht. Wir haben endlich fast im ganzen Camp wieder Strom. Auch in meiner Hütte. Großartig. Hey, ich, Hast du einen alten Boiler gefunden? Dann kann ich endlich wieder heiß duschen. Großartig. Großartig. Hey, wo steckst du? Hör zu, Skizzo und ich, wir holen die Sprengschnur für die Sprengsätze. Wir wollen die Höhlen sprengen. Ja, aber wo? Wenn ihr Sprengschnur braucht, kriegt ihr die Fresse. Ah, Ricky, hey, da ist eine Störung. Ich höre dich nicht. Wir reden... Nein. Wenn wir wieder zurück sind. Nein. An manchen Spielen hat das eine Macke. An manchen Stellen hat das Spiel eine Macke. Oh, ich verdrehe heute die Wörter. Eddie, hörst du mich? Ja, Dicken, was gibt's? Ich hab Busa den Hund geholt und... Ja. Und nichts. Kümmer dich mal um den Hund. Geh mal Gassi. Der Töle. Hey, was soll das werden? Wir machen es so. Wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß! Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen. Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Ja. Ich mach's schon aus. Verbraucht nur Benzin, die Scheiße. Hey, die bemerken uns gar nicht. Na, denkst du? Also, Iron Mike. Hat dich zu einem Treffen mit Carlos geschickt? Der Alte hat's dir erzählt? Lieber schon mal voll machen. Falls ich's doch mal brauche. Ja, natürlich. Okay, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn du Bescheid weißt. Schließlich gehörst du mit deinem Kumpel ja jetzt zum Camp. Oh, muss ja gut gelaufen sein. Wir spazieren einfach durch ihre... Wie hast du das genannt? Ihre verdammte Hintertür? Oh, das Treffen. Ja, das lief super. Versuch mal mit einem Haufen Affen zu verhandeln, die alle voll auf Drogen sind. Aber weißt du was?
Wenn sie uns heute nicht packen, hält der Vertrag des Alten vielleicht doch noch. Obwohl Boozer und ich im Rogue Camp mit ihnen Probleme hatten. Hey, Carlos sagte, das war ein Fehler. Abtrünnige, okay? Ha, er sagte zumindest, es kommt nicht wieder vor. Ach, und du glaubst ihm? Keine Ahnung, verdammt. Ich bin nur Mikes Lakai, genau wie du. Na, ich bin nicht Mikes Lakai. Scheiße. Hörst du das? Ja, Wölfe. Oh, scheiße. Glaubst du, sie sind infiziert? Wir werden es gleich erleben. Wie bist du vorher durchgekommen? Hier war so eine Holzleiter von Bergarbeitern, Höhlenforschern. Was weiß ich. Komm, hier drüben. Hilf mir hoch. Schnell mal noch mal eine benutzen. Braucht man immer. Jetzt voll ist. Ja, ich komme schon. Bist du bereit? Weh, du bist in Scheiß getreten. Los! Alles klar. Sieh mal unten nach, ob die Leiter irgendwo liegt. Ich sehe hier oben nach. Okay, beeil dich. Wir müssen aus dem Ripper-Territorium raus, bevor es hell wird. Ja, erzähl mir mal was Neues. Wölfe! Vorsicht! Ich hab sie! Erwischt. Okay. Der erste Schuss, oder kommt? Ja, danke schön. Komm her, du Scheiße. Alter. Noch einer. Jetzt kann ich aber das falsch abziehen. Erstmal. Schizo? Schizo, wo zur Hölle bist du? Moment, ich hab schon. Hätte ich mal wieder Fleisch ins Camp mitbringen können. Fleisch. Na klar, dass die Wölfe dann kommen, wenn ich da bin. Vollkommen klar. Kopf einziehen. Alles klar. Ich bin hier gar nicht da, Mensch. Okay. Komm. Hab bei Mike eine Karte gefunden. Darauf sind alte Forstwege verzeichnet. Mhm. Gefällt ihm sicher, dass du bei ihm rumschnüffelst. Was der Alte nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar. Wie du siehst, war der Pfad im schlechten Zustand. Du meinst, was der Alte nicht weiß, dann kriegt er keinen Herzinfarkt. Siehst du das? Ja, Ripper Lagerfeuer. Hast du sowas schon gesehen? Nein. Versammlung nennen die das. Dabei sollen sie komplett durchdrehen. Gehen wir. Ich will nichts damit zu tun haben. Zur Hölle damit. Ich will's sehen. Was? Bist du lebensmüde? Jetzt nicht mehr. Hör zu, ich will mit meinen eigenen Augen sehen, was die anstellen. Ruhe in Frieden, steig hinab, all dieser ganze Scheiß. Okay. Aber bleib bei mir. Wenn wir getrennt werden, dann war's das. Ich folge dir. Wo willst du hin? Oh Mann. Ein toller Sessel. Schon bequem. Halt, warte mal. Gucken, was jetzt kommt. Ey.
Was zum Teufel? Sie schneiden sich selbst. Ach, Scheiße. Ich kenne wen, der ihr Ritual mitgemacht hat, oder wie man das nennt. Er sagte, die Ripper sind dabei auf Drogen. Auf PCP oder sowas. Sie spüren keinen Schmerz. Gehen wir außen rum. Genau mein Gedanke. Hast du so etwas schon mal gesehen? Nein, nicht sowas. Ich auch nicht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Wenn sie uns erwischen, haben wir nicht genug Munition. Ganz genau. Wie machst du so folgen? Die Flachzange. Hört ihr das auch? Gott. Runter, runter, shit! Wir müssen von der Straße weg. Ja. Komm, wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Ja, ja, er ist tot. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, wieso? Ich bin oft hier lang gefahren. Früher. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist da hinten. Du wirst schon sehen. Komm mit, hier entlang. Na, ich komme doch schon. Bin nicht so schnell. Bin schon alt. Sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Das wird nicht gut enden. Gut zu meinem Bike. Was zum Teufel? Führe jetzt den Stahl! Scheiße! Verdammt! Nein, 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 lass sie! Lass sie! Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln! Eine Sekunde, nur eine Sekunde. Oh, verdammt! Ist er wer? Helft mir bitte! Komm schon! Bitte! Na los, wir müssen weg! Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Nein. Hey. Also, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind. Oh Mann, Dick will immer helfen. Scheiße. Ja, okay. Okay. Und hopp, hopp. Ich will nicht hier sein, wenn die Freaks hier antanzen. Okay. Ich hab sie. Ich hab sie. Ihre Beine sind gebrochen. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Alter, das ist aber offener Bruch. Wir müssen uns beeilen. Richtig. Tu's einfach. Hey, Kleine. Kleine? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Schon gut. Alles okay. Alles okay. Einfach. Es ist alles okay. Alles ersticken. Okay. Das Genick gebrochen oder so ein kleines Knacken gehört habe. Hat er wohl zu fest gedrückt. Zu fest umarmt. Wir gehen ich weiß, es ist nicht lustig. Scheiße. Vielleicht hält die Flicke das erstmal auf. Eine kleine Mahlzeit. Scheiße.
Alles okay? Ja, mir geht's gut. Hast das Richtige getan. Lass gut sein, Skisser. Wir alle mussten... Hör auf! Was gibt's da jetzt? Oh shit, runter. Und was? Scheiße, was jetzt? Oh. Oh. Eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Fünfmal die gleichen. Los, weg hier. Weg hier. Alter, wollen die Ripper Freaker werden oder was? Die sind vollkommen durchgeknallt. Kennst du ihren Anführer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben, Rücken, Arme, Beine. Ich sage es Mike ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Wie gesagt, Skizzo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. War ja klar. Bist du bekloppt? Komm, es muss noch einen Eingang geben. Hey, warte. Sehen wir uns mal um. Was redest du denn da? Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, ja, okay, klar. Warum nicht? Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Was meinst du? Nehmen wir die Tür? Fest verriegelt. Aua, ich will nicht im Weg stehe. Warte, warte langsam. Du weißt nicht, was da drin ist. Um diese Zeit ist da nichts los. Kannst du noch... Das war's für dich. Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. So, das ist da. Mach die Augen später auf, Alter. Ja, das kann passieren. Sieht so aus. Hey, Dick. Du hast was gut. Ernsthaft. Ach, lass gut sein. Lass uns einfach... Sprengschnur besorgen und dann nichts wie raus hier. Hallo. Hier, hilf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Los, komm. Noch einmal was ich will. Stell was drunter und gut ist. Oh, die Kiddies. Gehen wir immer noch rein? Haben wir eine Wahl? Du wolltest doch da rein. Arsch. Bereit. Zieh! Du kriegst durch, ich halte. Nein, nein, nein. Du gehst, ich hab's. Los! Und dann hat das nicht. Los, los! Halt es jetzt für mich! Oh, Scheiße. Verdammt! Ja, klemmt. Zieh! Klemmt! Okay. Ist schon okay. Geh auch schon. Scheiße. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Alter. Dick. Dick. Scheiße. Ich hoffe, die brauchen alle nur einen Schieb, Alter. Was damit? Seid ihr das? Hast du genug? Ha? Hinterher. Alter. Scheiß Kinder. Was hiervon? Alter. Kannst du mal aufhören? Wupp. Kommt her.
Treffe ich die nicht? Yeah. Scheiß Vieh. Geh was sterben. Zum Teufel? Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknallter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Ich glaube, das war's. Alter. Alles klar. So, hier, die Tür ist auf. Scheiße. Bist du okay? Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Komm schon, ja, suchen wir einfach die Sprengschnüre. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Na toll. Wie sollen wir denn da hoch? Komm, ich helfe dir darauf. Warte. Ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Oh, ganz genau. Jetzt mach schon. Ja, okay. Komm ich da nicht irgendwie rauf oder so? Das wird bestimmt noch mieser. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, hoch. Oh mein Gott. Okay, ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Hier, Kopf einziehen. Ach, das hast du jetzt gesehen. Schlauberger. Komm schon. Nicht, dass da jetzt einer drin ist. Los, hol sie jetzt. Das hier muss es sein. Nicht da. Wie in der Mine. Hier, halt mal auf, ich nehme es. Warum soll ich es nicht? Ach, du traust mir immer noch nicht. Wie die Dinge liegen. Doch. Komm, lass uns verschwinden. Nur ein Päckchen? Excuse me, ich wollte mich noch bedanken. Nein, Mann. Dafür, dass du mitgekommen bist und mir hilfst. Himmel, du... Nein, im Ernst, ich meine, wir waren nicht gerade willkommen in Lost Lake. Lass gut sein, okay? Ist ja gut. Ich lasse es. Will man sich einmal entschuldigen. Okay, Skizzo, wenn wir wieder im Camp sind, warum lässt du nicht? Was soll das? Alter. Sorry, Bruder. Ich hatte keine Wahl. So eine Fotze. Entschuldigung, aber es stimmt.